Hallo und herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares 2. Wo war der? Wir sind durchgekommen bei den Puppen. Aber wir sind jetzt hier irgendwie in der Wäscherei. Bei dem, oder ich weiß nicht, ob das eine Wäscherei sein soll oder was das, was macht der da? Ist das der Doktor? Wir schaffen es. Kurz warten. Ah, es war so klar, dass der nachläuft. Was der für ein Grinsen hat, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an den Hausmeister. Der alles gehört hat. So, kurz abwarten wieder mal. Okay, geht. Ich brauche was zum Werfen, ich komme doch da gar nicht ran. Oh, ich muss da vorne mir was holen. Das ist ja bitter, das ist bitter gemacht, voll gut. Warte, kurz warten wieder. Ich laufe jetzt durch, bin mutig. Ja, müsste drüben sein. Ja, bin da. Kurz warten. Oh, er hat Six nicht gesehen. Zurück. Geh halt zurück. Oh, Six, da stehst du mir aber auf dem Weg. Okay. Na, wenigstens haben wir hier nochmal den Versuch mit dem... Da stand die mir jetzt aber auch mitten im Weg. Los, lauf, Six. Lauf, du Gurke. Alter. Ja, jetzt müssen wir noch klettern. Wo ist die Six? Ja, okay. Okay. Oh, jetzt wäre ich aber böse gewesen, wenn durch das Rennen Six, wenn er das gehört hätte und würde zurückkommen. Dann wäre ich böse geworden, weil das wäre ein bisschen unfair, weil die Six, die rennt ja auch hier rum und macht einen Krach. Alter, Fenne. Sieht nicht so fest aus, gell? Licht aus. Oh. Ich lasse das Licht mal lieber aus, weil ich glaube, der kann das sehen, weil der hängt ja wie Spider-Man an der Decke. Spider-Schwein. Spider-Schwein. Huch. Wie müssen wir denn da jetzt runter?
wir brauchen den Schlüssel. Warte mal, die 6 läuft auch nochmal, dann kann ich hier auch nochmal laufen. So. Das kann nur da drinnen sein. Alter Scheiße, habe ich mir das gerade nicht vorgestellt, gell? Wo ist denn da jetzt ein Schlüssel? Seht ihr da einen Schlüssel? Ach, da oben. Reicht das schon, dass ich da hochspringen kann? Das ist jetzt hier echt wieder so versuchen, ne? Also. Achso, jetzt muss ich. Alles klar. Muss ich mir quasi noch eine Treppe bauen. Die Rätsel sind schon gut gemacht. Das ist echt, echt nett gemacht. Ich hoffe nur, dass der Dicke das nicht mitkriegt. Das müsste er aber mitkriegen. Und das ist die beste Neuerung im ganzen Spiel, dass der den Schlüssel einpackt. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Warte mal, ich gehe mal lieber hier lang, weil ich habe die dumme Befürchtung, dass der Dicke gleich nochmal kommt. Oder spätestens auf der anderen Seite. So, wo war jetzt das nochmal? Das war hier. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass der Dicke nochmal kommt. Das war doch noch nicht alles. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Okay, scheint einfach zu sein. Wir müssen jetzt hier quasi hochlaufen. Da ist doch noch irgendwo ein Haken. Kannst mir erzählen, was du willst. Oder doch nicht. Ich habe jetzt gedacht, da wäre nochmal ein Haken gewesen. Ist da irgendwas passiert? Aber die Zweigfallen machen sehr gut. Das ist ein echt tolles Team. Ja, ab und zu steht die Six mal im Weg, aber... Okay, wir brauchen wieder eine Sicherung. Der rastet da komplett aus. Das an. Ach du Ode, die liegt da oben. Wisst schon, wie wir es machen. Aber da müsste der Dicke weg sein, dann geht das viel einfacher. Weil genau auf der Höhe, wo er jetzt ist, da ist nämlich eine... Da wäre nämlich eine Satzmischung, eine zum Ausziehen, so eine Barre.
Oh, krass. Sag jetzt nicht, wir müssen uns runterfallen lassen auf den Schalter. Das ist jetzt bestimmt auf Zeit. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Komm. Hoch da. Hoch da. Spring doch da hoch. Geh doch bitte da hoch. Ich hänge. Ich sterbe. Ich sterbe. Ach, ich hab die Frage nicht getroffen. Ach Gott. Lauf, 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 lauf. Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Zack. Oh, was machst denn du? Oh, das war knapp. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir! Alter Finne! Wie gut! Oh, dagegen gejumpt. Das war nicht gut. Lauf doch schneller! Sich die Finger. Ach du, ist das bitter. Guck dir das an. Ah, wir haben es geschafft. Willkommen. Oh. Das ist ja krass. Bis mir eine 6. Ja, Wahnsinn. Schon ein bisschen derb gemacht, gell, das Ganze. Also, ist nicht von schlechten Eltern. Da wäre eine Tür offen gewesen, aber ich laufe jetzt mal hier runter. Vielleicht haben wir ja hier irgendwas. Da ist nichts. Ah, Wahnsinn, das ist so gut gemacht mit der Fantasie, was die da haben. Richtig klasse. So, die Puppen und dann eben der... Sag's mir schnell. Ja, Krematoriumsmensch. Hier ist eine Dose wieder mit bei. Die konnten wir rausholen. Sieht aus wie ein Wartebereich auf jeden Fall. Hm.
nehme die Dose jetzt einfach mal so prophylaktisch mit. Hätte es gar nicht gebraucht, okay. Na, haben wir es geschafft beim Krankenhaus, hä? Wir sind wieder draußen. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Krankenhaus rausgekommen. Wow. Aber ich habe ganz viele Fragen. Was hat das alles auf sich? Hm? Nee, also... Wir haben jetzt auch nicht so viele Silhouetten im Krankenhaus gefunden. Okay. Aber wo müssen wir jetzt hin? Was war jetzt dies? Was ist da runtergefallen? Ah, ich glaube, das wäre ich fast doch. Ist das? Da geht es ja die Straße zu Ende, aber irgendwas im Hintergrund ist da runtergefallen. Kann ich's schon wieder? Das sind die Menschen, okay. Okay, sind wir in einem Wohnhaus? Okay. Da liegt einer. Hm, sag jetzt nicht, ich kann an den Rand springen und hochklettern. Nicht wirklich, okay. Oh, da läuft Musik. Habt ihr das Gesicht gesehen von mir? Ja, die... Ja, der Mattscheibe vom Gesicht, gell? Also... Warte mal, das ist da noch Strom drauf? Ein bisschen mehr als bitter. Ja, sie schafft es auch ganz souverän. Oh, kennt ihr das Lied? Das war im ersten Teil beim Hausmeister. Als wir mit Six durch diese Bibliothek laufen mussten. Wir probieren jetzt mal, wie wir hier durchlaufen müssen. Ich glaube mal schleichen ist die Devise. Da schaut. Wie wir schon wussten, verwandelt das Fernsehen die Menschen zu Zombies. Ist sogar was Wahres dran, ja? Okay, und wir müssen ja den Sender suchen. So ist ja so die Story. Oh, warte mal, das sind Stecker. Ich hätte ja den Stecker gezogen, ne? Nimm mal. Ich möchte mal probieren, ob ich den Stecker ziehen kann. Es würde gehen, wenn Six mit anpacken würde. Ach, jetzt willst du? Komm. Hier, probier mal. Du darfst gerne helfen. Hoi. So, guck mal einfach mal rein.
In der Badewanne ein Fernseher. Okay. Ja, schon leichte Ruinen hier, gell? Auf jeden Fall speichert das Spiel jetzt häufiger. Six easy going. Weißt doch gleich, wo es hingeht. Ich muss jetzt mal gucken. So. Ja, ich komme ja schon. Upi. Ah, das war knapp. Ah, ich dachte schon, es geht da unten, aber es geht ja nach oben. Gott sei Dank. Können wir da waren noch? Alles klar. Da ist ein Teppich und ich spring vorbei. Hm. Also wir wissen, dass wir da oben nicht rauskommen, weil uns der Schlüssel fehlt. Oh, falsch. So, da ist aber ein Teppich. Ja, warte mal. Komme ich da überhaupt hin? Okay, den Teppich können wir vergessen. Wie können wir das jetzt lösen? So, ich fahre nochmal nach oben. Vielleicht habe ich was übersehen. Jetzt. So muss das gehen. Jetzt. Ja, alles klar. So, jetzt müssen wir den Schlüssel suchen gehen. Alles klar. So. Ah, ich finde das so schön gemacht, ohne Witz. Voll gut. Noch irgendwo was? Nee, mag er nicht aufmachen, okay. Magst du den aufmachen? Nee. So, bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Six ist krank, die hat Husten. Schalter, was hat der bewirkt, den wir ja gerade genutzt hatten? Hm. Müssen wir nochmal gucken, mal hinten schauen. Okay, Six, warum stehst du da jetzt so? Was müssen wir machen? Thank you.
Mal hilft Six mir? Nee. Nee, hier ist nichts. Wo muss ich hin? Der Schalter ist unten. Da müssen wir hoch. Das wäre eigentlich Quatsch gewesen, wenn wir jetzt hier lang müssen. Six geht nicht mit. Wo müssen wir hin? Ah, warte mal. Ah, warte. Jetzt hier oben auf dem Ding drauf. Oben ist auf jeden Fall wieder so eine Silhouette. Six, sag mal, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Einen Moment, ich schau mal nach. Es könnte so einfach sein, aber das ist ja hart. Da musst du erstmal drauf kommen. Ich weiß, schreibt mal rein, wie lange ihr gebraucht habt, um das herauszufinden, dass es so funktioniert. Ups, nochmal bitte. Synchronspringen. Das ist krass. Voll gut. Also die Rätsel sind echt super. Die gefallen mir. Durch zu, oder? Wieso komme ich da nicht rein? Ich würde da jetzt gerne reingehen. Aber zugenagelt. Weil da ist ja auch noch diese Silhouette, die wir gesehen hatten. Jetzt ist das der Turm, ne? Was? Da ist der Turm. Sagen, wir machen hier Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir sind jetzt fast am Turm angekommen. Jo,
Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Little Nightmares 2.